Ja, Christian Streich, beginnen wir logischerweise mit dem Spiel. Haben Sie in diesen 90 plus x Minuten quasi noch mal einmal alles emotional durchlebt, wie so eine Achterbahnfahrt heute auch noch mal zum Abschluss? Ja, mit einem schlechten Ende. Ja. Inwieweit schlechtes Ende, weil der SC Freiburg verloren hat logischerweise und auch die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasst hat? Ja, weil ich nicht in der Lage war, der Mannschaft die Substanz zu geben in der letzten Woche, dass wir ein Spiel gewinnen oder das heutige Spiel dann unentschieden spielen. Und von dem her bin ich jetzt gerade im Moment maßlos enttäuscht über mich selber. Wenn wir auf die Saison zurückblicken, Herr Streich, Sie hatten wahnsinnig viele Verletzungsprobleme. Trotzdem hat die Mannschaft alles dagelassen. Wenn Sie jetzt auf Platz 10 geendet sind, klar, die Enttäuschung ist da, aber vielleicht mit einem Tag Abstand oder was, wie würden Sie reflektieren? Ja, ich kann nicht reflektieren jetzt, aber genau darum geht's. Irgendwann reflektiere, aber ich bin jetzt emotional und tut mir wahnsinnig weh für die Fans, für die Spieler. Und im Moment, es wird anders werden, aber im Moment bin ich maßlos enttäuscht von mir selber. Ich weiß, dass wir viel drüber gesprochen worden. Wir haben alle viel drüber gesprochen die letzten Wochen. Sie waren ja quasi auf einer Abschiedstournee. Heute ist es nun definitiv das letzte Spiel. Das ist Ihr letzter Rückflug mit der Mannschaft, das letzte Mal im Bus. Schon merkwürdiges Gefühl. Jetzt ist morgen kein großes Auslaufen, keine große Analyse, kein Sommertrainingslager. Es wäre ja eh Urlaub gewesen jetzt. Wir hätten uns eh nicht mehr getroffen, von dem her. Heimgehen, verarbeiten. Jetzt auch das und dann schaue. Aber heute und morgen und übermorgen ist es einfach extrem enttäuschend, dass wir die letzten 5 Spiele kein Spiel gewonnen haben und ich hoffe, sichtlich nicht in der Lage war, der Mannschaft diese allerletzte Impuls zu geben mit vielen Verletzten, mit allem, damit wir das schaffen. Und das ist jetzt für mich das, was im Moment in mir drin ist.